Idee, 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 Idee. Da wieder schnappst was. Ein Schnapsfass. Was auch immer Sie diesmal basteln möchten, ich werde Sie dabei natürlich unterstützen. Der gute Montgomery hat ihn niedergestreckt. Vermutlich aber eher aus Versehen, so wie die Indizien aussehen. Rüber. So, wir haben ja jetzt. Jetzt gehen wir nur zum Spinnennetz. Kommen wir hier hoch. Bringt uns gerade überhaupt nicht viel, ne? Okay, jetzt zum Spinnennetz gehen nochmal. Okay. Können wir das vielleicht machen? Ja. Boah, eklig, Spinnen sind so ekelhaft. Ja, Spinne nimm's unter den Arm. Okay. Vielleicht das jetzt noch mit der Seite. Wäre eigentlich logisch. Lalida. Uiuiui, jetzt wird's aber schwer. Jetzt hab ich's gerafft. Jetzt fehlt nämlich nur noch das i-Tüpfelchen und das werfen wir nämlich jetzt auch gerade rein. Mach, hallo? Ach du Arschloch. Aha. Ach, hier kann man nochmal runterklettern. Und den Müll mit einsammeln, ist klar. Ich habe die Scheiben mitgenommen. Sonst haben wir hier nichts mehr, oder wie? Naja, gehen wir wieder hoch. Wir haben uns einen Eingabwagen. Was für ein Glück, dass er aus leichtem Bambusholz ist. Ja, aber kannst du damit auch wirklich den Tiger damit tragen? Das ist eine andere Frage. Der gute Montgomery hat ihn niedergestreckt. Vermutlich aber eher aus Versehen, so wie die Indizien aussehen. Wow. Dann fehlt ein Rad. Und jetzt haben wir nämlich auch eins. Zwei. Von der Größe passen sie. Aber sie haben kein Loch, um sie an der Achse zu befestigen. Okay. Damit vielleicht. Ich habe Löcher in die Mitte gemeißelt. So, haben wir zwei Räder.
Ganz einfach das Spiel. Ich finde, wir haben ganze Arbeit geleistet. Also das ist ja wohl die dämlichste Tigerattrappe, die ich je gesehen habe. Wir sollten einfach den Praxistest machen. Nun gut, was soll's. Ich schiebe den Wagen auf die Anhöhe. Was wohl die Mönche sagen werden. Der Tiger sieht schon seltsam aus. Und gebrüllt hat er auch noch nicht. Na, das war jetzt schon irgendwie komisch. Aber er hat gebrüllt. Und Jack somit bestanden. Was für ein schreckliches Geräusch. Ja. Wir sollten einen Gefahrenzuschlag fordern, sobald wir mit Jacks Kopf zurückgekehrt sind. Oh oh. Ja. Wie sollen wir sagen? Bestanden. Auch wenn's irgendwie komisch war. Wie auch immer, du bist nun bereit, den Hohepriester zu treffen. Er wird dir deine wahre Prüfung auferlegen. Hier ist der Schlüssel. Geh nun und triff den Hohepriester. Okay. Hä? War doch was. Hallo? Hallo? Was ist das für ein Boogie-Scheiß? Da war... Hallo, das hat doch gerade vorhin geblinkt, oder nicht? Ja, wir haben mich doch verkackt ein hier, echt. Hallo. Check, Mann, lauf! Hey, das ist so ein Dummsack. Nein. Jetzt. Ein Riesending. Wer so einen findet, hat die Pflicht, das den Behörden zu melden. Was Scheiße, oder? Jetzt aber. Ach ja, Bug. Bug. Bug, Bug, Bug. So. Gut. Was sind wir denn jetzt hier? Achso, Mist, kam ja von dort. Nein, wir kamen von hier. Hä? Ach so, hinterrum. Wir sind hintenrum gegangen. Nochmal zum Tempeleingang. Ja. Eine geheimnisvolle Tür. Und rein. Der Arsch. Hey, Zwergnase, wo ist denn nun dieser Hohepriester? Unwürdiger, wie redest du mit unserem Hohepriester? Was, du? Schön, dass du meine Prüfungen gemeistert hast, Jack. Ist nicht wahr, oder? Du bist der Hohepriester?
Sicher schwer vorstellbar für eine Kartoffelnase wie dich. Die Dinge sind eben nicht immer so, wie sie scheinen, wie du selbst eindrucksvoll mit dem heiligen Tiger unter Beweis gestellt hast. Lass uns aber gleich zur Sache kommen. Schließlich haben wir nicht viel Zeit. Erstmal zu deinen Prüfungen. Beim Finden der Lehre hast du bewiesen, dass du unkonventionell denken kannst. Unsere große Maschine hat gezeigt, dass du eher ein Mann des Körpers, denn des Geistes bist. Nun denn, dein Geschick und deinen Mut hast du schon bewiesen. Jetzt beweise dich in der Prüfung der Menschlichkeit. Was ist das? Im Dorf soll eine wichtige Hochzeit stattfinden, wie du weißt. Aber die Situation ist schrecklich verfahren. Bring die Verliebten zusammen. Arrangiere die Hochzeit. Dann wirst du alles gelernt haben. Alles klar? Okay. Na dann. Wie genau soll ich das denn anstellen? Komm schon, Jack. Das ist doch wirklich nicht so schwer. Zu einer ordentlichen Hochzeit gehören zwei, die sich lieben. Meist sind das ein Mann und eine Frau. Bring sie einfach zusammen, ja? Ich mache mich auf den Weg. Warte, bevor du gehst. Lass mich dich weihen. Du gehörst nun der Kaste der Kshatriya an. Das ist toll, aber muss man nicht in eine Kaste hineingeboren werden? Wer sagt denn, dass du nicht immer schon ein Kshatriya warst und dies nur nicht wusstest? Geh jetzt. Ach ja, und hier ist noch deine Urkunde. Okay. Kommen wir einfach da hinten entlang? Yeah. Puh. Das wird echt alles interessant. Was ist das? Aha, sind wir direkt beim Dorf. Boah, ich weiß jetzt, wo wir rauskommen. Bestimmt dort beim Sumpf hinten. Definitiv, jetzt nehme ich die Tür dort auf. Wow, wow, wow. Vorhin auf jeden Fall irgendwas gesagt, mit dem Ding sollte man da abgeben. Ich gebe jetzt direkt mal dieses komische Majorbook komisches Dings da. Den Wachen. Boah, tatsächlich. Cool. Und das sind wir wieder. Jetzt gucke ich mal, ob ich dieses komische Ding da... Ein Riesending. Wer so einen findet, hat die Pflicht, das den Behörden zu melden. Was haben Sie da? Ich möchte diesen Major gut heute berichten. Das halte ich ja für eine Legende. Auf dieser Insel gibt es keine Major Bugs. Und was ist das hier? Na gut, Sie haben einen gefunden. War sicherlich der einzige. Wir werden ihn sofort genauestens analysieren. Und danach über die Geschichte schweigen. Die sind aber nicht gefährlich, oder? Oh nein, machen Sie sich keine Sorgen. Na gut. Ein Riesenkäfer. Hallo, warten wir mal. Ah, jetzt gehen wir schnell. Die Urkunde abgeben. Und dann weiß ich schon, wo es hingeht. Damit können wir endlich zum oberen Dorf gehen. Cool. Was ist das denn? Nanu? Du bist geweiht? Aber... Hat mich ein wenig Schweiß und Nerven gekostet, aber genau so ist es. Seltsam. Aber gut. Willkommen in unserer Gemeinschaft. Okay. Hier ist es, das obere Dorf.